Das will er gerade noch nicht. Och, jetzt hat der andere Piranha den Piranha gegessen. Ja, da wird er halt verfüttert, ist doch klar. Ach, oh, mein Gott. Aufregung hier. Ja. Wann will der denn wieder essen? Das dauert, ne? Kleiner? Ja, dauert ein Sekündchen. Doch, das, fertig! Oh, Otti! Weil das Witzige ist, wir hatten ja vor der Aufnahme noch das Thema, meine ich noch so, weil er irgendwie gesagt hatte, ja, okay, wir könnten hier einen Otter ziehen. Das ist ja gut, aber wenn wir keinen Otter finden, ist halt auch blöd. Das ist aber schön, dass hier einer ist. Also ich habe ihn auf jeden Fall. Ich laufe ein bisschen am Land lang. Kannst mal den Archie holen. Ja. Boah. Also ein bisschen hängt mir noch die Anspannung in den Knochen. Ja, das fühle ich. Ist halt, also so war es einfach nicht gedacht, dass das so stressig wird. Wir haben gesagt, geil, heute eine ganz entspannte Aufnahme. Man muss ja sagen, so am Tag vor Silvester einfach mal chillig das Jahr ausklingen lassen. Ja, vielleicht sollten wir einfach Otter zähmen oder Dodos oder keine Ahnung. Ja. Es ist halt, glaube ich, entspannter. Ich glaube auch. Ja, ansonsten hat man da so Pläne für andere, so Dödi, Thylakoleo oder irgend sowas. Was Chilliges halt. Weil ich glaube, so ein. Warum produzieren die Dinger eigentlich immer nur noch 20? Also ist unglaublich. 20 was? Na, 20 Sepp. Ach so. Kaputt gegangen, wer weiß. Ich muss sagen, der Otter steht mir gut. Ja, verbummel ihn bitte nicht. Nee, mache ich nicht. Wo habe ich denn meinen Archie abgestellt? Bei der 10 Box. Ach, da oben steht er. Ich habe ihn nicht gesehen, er hat sich hinter einem Busch getarnt. Oh Mann, ey. Boah, ja, der Giga kann jetzt hier erstmal ein bisschen rumliegen. Ja. Weißt du, was ich mache? Was denn? Ich packe ein Ei raus. Ja, mach mal. Ich fliege mal zurück zur Base, ihr Lieben, denn wir waren schon fleißig. Also insbesondere Mario war super fleißig und hat halt die Tiere mal sich vergnügen lassen. Und ja, ich war fleißig mit den Tieren. Mario war fleißig mit den Tieren. Fangt mit dieser Information an, was ihr wollt. Ja, so klang es halt gerade. Das klang halt wirklich so, aber so war es nicht gemeint. Nein. Auf jeden Fall hat Mario schon dafür gesorgt, dass unsere Petris und noch ein paar andere Tiere Spaß miteinander haben, damit wir einfach auch mal anfangen können, Tiere zu imprinten. Das muss halt sein, wir brauchen auch einfach mal Tierchen, die halt gute Werte haben. Mhm. Und das Ganze passiert eben nur, wenn man regelmäßig schon, mit den Knuddeln... Du bist schon fast zu Hause, ne? Ich bin fast zu Hause. Okay. Ich kann nochmal umdrehen. Ja, ich habe vielleicht gerade was gefunden. Soll ich nochmal kurz umdrehen? Ja. Ich habe schon gedreht. Ich werde hier nie dazu kommen, irgendwas rauszupacken. Ja, wenn wir schon hier sind, da hier gucke ich gleich nochmal, ob hier irgendwas in der Nähe rumrennt. Was hast du denn gefunden? Vielleicht habe ich einen Dödi gefunden. Oh, vielleicht hast du einen Dödi gefunden. Aber nur vielleicht. Ja gut, dann machen wir den Dödi. Der hat doch gechillte Farben, also jetzt nicht so kunterbunt. Mhm. Ha, da oben kommt Otti angeflogen, ich sehe es. Otti, hallo. Was ist eigentlich Otti? Ich habe gar nicht geguckt. Otti, junge Mädchen? Mädchen, süß. Glaube ich. Ich meine, es war ein Mädchen. Guck mal gleich nochmal nach. Den ganzen zu Hause in eine Box werfen. In eine Box? Na, hier den Dödi. Ach so, ja. Gut, das kann ich machen. Guck mal. Oh. Level. Oh. Warte. 150! Ja, der hat eine schöne Farbe. Na, dann schmeiße ich den zu Hause in die Box vor der Base, ne? Ja, viel Freude. Nehme ich mit, danke. Flieg bitte nicht in die Pflanzen, wäre super. Ja, ich weiß gar nicht, wo unsere Pflanzen wieder. Die sind doch eigentlich an der Wasserseite, oder? Ja, wenn du direkt von einer garstigen Insel, Halbinsel kommst, da wo wir die ganzen Rex und so gezähmt haben. Ja. Einfach dann Richtung 10 Box fliegen. Also, dann fliege ich. Einfach vom Norden aus, ja, okay. In Richtung Base. Ja, ja. Dann fliege ich ein bisschen weiter außen rum. Ja, so schlimm ist es nicht. Du merkst ja auch, wenn du beschossen wirst. Ja. Außerhalb der Mauern ist halt eigentlich nichts. Ich baue schon mal die Tore ab. Genau. Nichts stehen lassen. Wozu auch? Bringt ja nichts. Deswegen ist es halt auch so ein bisschen unmöglich zu sagen, man stellt irgendwo eine 10-Box hin und benutzt die immer wieder. Na, ich sag mal so, wenn du nicht gerade einen Giga oder sowas zähmst, ne, dann... Ja. Also, geht's vielleicht einigermaßen. Klar, wenn du jetzt sagst, du hast so Tiere wie Wölfchen, ein Sabertooth oder weiß ich nicht, ja, einfach die kleinen Tierchen, die man hier so durch die Gegend schleppen kann. Jetzt trink doch mal aus diesem blöden Fluss. Das ist Salzwasser.
Solltest du vielleicht nicht nein, trinken. Nein, das ist ja kein Salzwasser. Nein. Aber manchmal ist es halt komischerweise, du drückst ja eh, wenn du reinrennst ins Wasser und kannst halt nicht trinken. Aber erstmal ab einer bestimmten Tiefe habe ich das Gefühl. Manchmal trinkt er halt einfach nicht. Also die Farben von dem Dödi sind echt schön. Ja, der ist cool, ne? Der hat echt nicht so total übertrieben, aber halt auch nicht so ganz Standard. Ja. Oh, ist ein Mädchen. Ich muss jetzt erstmal hier die ganze Zeit rumchillen, bis ich den Giga habe. Ja. Ach so, das Gute ist natürlich, ich habe gar keinen Kryopod mit. Naja, was soll's. Ich komme ja gleich nochmal zurück. Ja. Alles gut. Ach so, das war die Archie-10-Box, okay. Die ist zu. Die hilft nicht. Hier ist die Wolfs-10-Box. Sehr schön. Na. Ich guck mal, vielleicht finde ich noch irgendwas. Ja, genau. Kannst ja mal suchen und alles, was du findest, hole ich ab. Das ist ja gar kein Problem. Weil ich hatte nur vorhin den knallgrünen Dödi gesehen hier, der war Level 5 oder so. Ja, na, den brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Nee. Aber dann wuselte der Kleine hier gerade rum. Ich wollte gerade sagen, rannte der rum, aber er rennt, tut er ja nicht so wirklich. Der rollte rum, der coole hat Sonic. Rum. Ne? Oh, hallo. So, er ist auf jeden Fall schon mal in der Box. Der schön. Der rollt sich doch irgendwann ein, ne? Naja, wenn er betäubt wird und zu viel Schaden nimmt, ja. Okay. Ja, ich muss mal schauen. Ich muss mir jetzt neue Narko-Darts bauen. Ich habe ja keine mehr. Normale Pfeile haben wir noch irgendwo, ne? Ja, die sind rechts im Tresor. Viele haben wir aber auch nicht mehr. 300 oder so sind da drin, glaube ich. Nee, nur noch 175 waren drin. Egal. Ich vercrafte gerade alle, die ich habe. Und dann soll ich schon mal anfangen, den zu betäuben? Ein 150er Megaloceros in Telekom-Farben mit, keine Ahnung, mintgrünem Geweih. Ja, weiß ich jetzt nicht. Das fühle ich auch nicht, aber nee, ich glaube irgendwie nicht. Aber 150, oder? Ja. Aber ja, ich sag mal so, bei denen ist es halt nicht ganz so wichtig. Da nehme ich auch gerne irgendwie einen in klassisch Farben, braun oder irgendwas. Oh mein Gott, ein Telekom-Fiomia. Ja. Also manche Farben sind halt einfach ein bisschen drüber, das muss man ehrlich sagen. Manches ist zu krass. Liegt vielleicht auch daran, wir haben ja jetzt halt noch das Winter Wonderland zu laufen. Und da werden ja die Farben eh auch ein bisschen intensiver. Aber manches sieht halt nicht so schlimm aus. So, gut. Also ich hoffe jetzt einfach, dass das langt. Habe ich jetzt die richtige Armbrust ausgerüstet? Jetzt. Hoffentlich. Ja. Okay. Ja, ich betäub den mal. Na, viel Freude. Dankeschön. Bist du gerade auf dem Weg nach Hause? Nee. Nee, warum? Nee, dachte nur. Ich weiß gar nicht, wie viel der braucht, aber ich meine, da kann ich ja auch anlaufen. Ja, so viel dürfte der nicht brauchen. Okay, aber das Praktische ist, der kommt zum Tor gerannt, da kann man mit dem Magnifying Glass direkt durchgucken. Du meinst wie bei so einem Giga? Ja, genau so. Hm? Nur, dass der mich hier nicht umbringt instant. Hier liegen zwei Eier rum. Wo gehören die denn? Sieht aus wie, was ist denn das? Petri. Gallimimus. Gallimimus-Eier. Nimm mit. Man gönnt sich. Freundchen. Das ist gleich alle am Start hier. Oh mein Gott. Entschuldigung, Gallimimus. Ich muss mal auslöschen. Hm. Oh. Ach, die Hälfte erst. Meine Güte. Dauert ein bisschen. War jetzt schon fies. Also eine ganze Familie ausgelöscht. Das ist schon wirklich brutal. Warum machst du sowas? Du hast gleich das Ei mitnehmen. Ja. Ist doch klar, dass sie aggro werden. Einfach wegfliegen. Nein, die Folgen haben doch Ewigkeiten. Kombi, geh weg. Weil eigentlich hatte ich hier noch gerade einen Fröschli am Start. 135er, oh, aber. Fröschli. Problem ist, kann ich jetzt nicht auch noch mitbringen. Du kannst alles wegschleppen. Ja, ich meine, wir haben hier schließlich große Ziele. Mhm. Oh.
Hä, ist er umgefallen? Er ist umgefallen. So, jetzt müssen wir kurz einen Cut machen. Die Nachbarn haben geklingelt, wie es immer so ist, ne? Ja, die wollten ja Paket noch haben. Ja, richtig so. Was will man auch machen? So, der Dödi ist auf jeden Fall betäubt. Mhm. Das ist schön. Ist bei dir noch irgendwie was passiert? Noch nicht. Kommt alles noch. So, Dödi, was wollen wir dem denn, was kriegt denn der? Gutes Gemüse? Oder? Einfach Gemüse geben, ja. Einfach Gemüse. Jo. Gemüse. Ich bin schon wieder zweit. Nee, bin ich nicht. Bin ich nicht. Okay, der kriegt Kartoffeln. Das ist der Kartoffeldödi. Der gute Kartoffeldödi. Wer kennt ihn nicht? Ah, schön. Okay, so Türchen zu. Ach, da liegt er schon. Ach, der Frosch? Ja. Ja, geil. Sehr gut. Okay. Bin gespannt, wie lange so ein Dödi braucht. Ich habe gar kein Gefühl dafür. Na, mit gegessen. Gemüse dauert das schon eine Ecke. Ja. Er hat zweimal gegessen jetzt, so 6%. Ja. Der kann erstmal liegen bleiben, würde ich sagen. Okay. Dödi, dann. Ah, nee. Der soll mal auf sich aufpassen und ich packe jetzt trotzdem ein Petri-Ei raus. Sonst wird das nämlich nie was. Soll ich noch irgendein anderes Ei rausschmeißen? Keine Ahnung. Also die Archie dauern ja auch ein bisschen, eine halbe Stunde oder so, keine Ahnung. Ja. Ich meine, zur Not werfe ich ein paar raus und dann brüten wir die an. Das heißt ja nicht, dass wir alles heute ausbrüten, aber dann. Dann nur nicht vergessen. Nee, dürfen wir nicht. Ich nehme 4 Archie-Eier und 2 Petri-Eier. Und schmeiß hier hin und gucken wir mal, was passiert. Und ja, dürfen wir nicht vergessen, wir dürfen auch nicht vergessen, unsere Oviraptoren wieder umzustellen. Denn normalerweise sammeln die ja befruchtete und unbefruchtete Eier. Und jetzt haben wir das natürlich deaktiviert vorhin. Damit die nicht jedes Mal so ein befruchtetes Ei wieder einsammeln, wenn man es hier vor die Klimaanlage wirft. Ja, weil wir haben noch nicht so wirklich so eine Kinderaufzuchtstation oder Ausbrutstation, weil irgendwie, naja, das sind nur ein paar Klimaanlagen. Und das war's. So, also die Archie-Eier wirklich 34 Minuten. Ja. Du musst auf jeden Fall dann gleich nochmal vorbeikommen, ne? Ja, kann ich ja dann machen. Zur Not packe ich sie nochmal ein. Ich lasse sie jetzt einfach nur mal. Ja, wie lange braucht es das kürzeste? Das kürzeste 10 Minuten. Ja, komm mal vorbei, ne? Kurz. Das schaffst du ja locker in 10 Minuten. Ja, ja. Ich kann mit dem Tapir vorbeikommen. Oder. Nein. Ach nee, ich muss was schleppen. Ich muss den. Oder bringst du einen Kryopod mit? Ja, dann bringe ich noch einen Kryopod mit. Also, oder wir brauchen einen Kryopod. Ich habe 2 Kryopods, die ich dir geben kann. Ja, perfekt. Dann komme ich mit dem Tapir, schmeiß dir die Kryopods hin. Und dann kannst du wieder nach Hause. Zurück. Haben wir Vertrauen in uns selbst, nicht wahr? Dass hier nichts schief geht. Schön. Hat ja auch gerade so gute funktioniert mit dem Giga, ne? Ja, das, ich finde, das hat super funktioniert. Ja, perfekt. Hervorragend. Fand ich auch. Ganz hervorragend. Naja, wenigstens ist das nicht so weit weg und ich sehe auch, wo du bist. Der Frosch ist schon fertig. Mhm. Wow. Na, die gehen echt flott. Kannst ja gleich noch einen zweiten suchen. Ja. Dann haben wir alles für unser Höhlenabenteuer. Stats sind so, naja. So, ich fliege gerade erstmal wieder schön durch die Kante. Oh Mann. Komm mal her, Froschi. So, perfekt. Okay. Ja, der war nur Level 135, aber das heißt nur immerhin 135, ne? Hätte auch schon deutlich schlimmer sein können. Mhm. Aber jetzt auch nicht so weltbewegend. Müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir nochmal irgendwann was Besseres rankriegen. So, hallo. Hallo. Da bin ich wieder. Hier, warte. Da und da. Vielen Dank. Bitteschön. Hallo, Moshops. Na? Willst du gleich mitkommen? Nee, das ist Level 10. Den brauchen wir nicht. Nee, den brauchen wir wirklich nicht. Aber der Frosch, der sieht ja aus wie mein Chibi-Frosch. Wo ist eigentlich mein Chibi? Warte mal.
Oh nein, weißt du, wo mein Chibi ist? Ach, In der Leiche, die ich vorhin nicht mehr gefunden habe. Ja, wo machst du? Ich dachte, Oder? du hast ja dein Zeug wiedergefunden, oder nicht? Nee, habe ich nicht. Ja, aber den hättest du aber sagen können. Meinst du es noch da? Nee, also jetzt schon eine halbe Stunde rum. Hm. Wobei, warte mal, also wenn Nee, so lange nicht. ist es nicht her. Wenn der Giga hier liegt, das war hier vorne im Wasser. Ah, puh, ey, keine Ahnung. Ich bin halt voll weggeflogen. Das kann halt überall sein. Ja, es muss ja eigentlich eine Tasche sein. Oh Gott, da kommt ein Piranha. Also, ich bin mir halt nicht sicher, ne? Ich bin ja hier so durch die Gegend geflogen. Und da ist halt die Frage, ob in dieser Tasche dann halt wirklich mein Chibi drin ist, weil. Nee, Naja, du, es eigentlich. verschwindet ja sonst so nicht. Ja. Oh, und das Skins ist es halt nicht. Ich bin halt so im hohen Bogen geflogen. Ja, moin Giga. Ist er fertig? Oh, der Giga ist fertig. 220% Damage ist okay, finde ich. Ordentlich. Was hatte der andere? 160 oder so? Kann ich dir gerade leider nicht sagen. Der hat Level 40 Punkte in Damage. Das ist in Ordnung. Jetzt nichts Überragendes, aber jetzt auch nicht totale Katastrophe. Sag mal, kann so ein Archie vielleicht auch ein Chibi irgendwo verstecken? Nee. Nee. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich habe hier nichts gesehen, keinen Beutel, kein gar nichts. Ja, ich habe halt keine Ahnung, wo du von gestorben bist, bzw. wo du hingeflogen bist. Ja, ich kann halt nur sagen, der Giga hat mich halt angesnackt, ungefähr hier, ja. Hier so. Und dann bin ich halt richtig weit weggeflogen. Aber warte In mal, was welche ist denn da Richtung vorne? denn? Ist ja auch noch eine Tasche, oder hast du irgendwas gedroppt? Na, das ist vom Giga, glaube ich, oder? Ah, ja, spoiled meat. In welche Richtung bist du denn Ins geflogen? Wasser. Ich bin im Wasser gelandet. Ach so. Ich bin komplett hier einmal ins Wasser geflogen. Und ungefähr hier würde ich jetzt behaupten. Hey, da oben ist ja auch meine Leiche. Da oben hängt sie noch. Okay. Warte mal. Was ist das denn? Ach, hier ist ein Otter. Hallo. Was? Noch einer? Wer bist denn du? Level 35, ein Männchen. Hast du meine Hey. Leiche in der Luft eigentlich auch gesehen? Ja, habe ich gerade gesehen. Ja, okay. Wenn ich die jetzt mit dem Tapajara einsammle, Dann liegt die Tasche noch da oben. ist ja blöd. Machen wir gleich. Okay, machen wir gleich. Solange die nicht verschwindet. Das ist aber ein Riesenfisch hier. Bleib mal hier, Fisch. Mein Gott. Der Frosch, soll der eigentlich hier so rumstehen? Na, ich wollte gerade Fisch holen für den Otter. Ach so, dann hoffen wir mal, dass der Frosch überlebt. Ich kann jetzt ja nicht einpacken. Machen wir gleich zwei Oddis. Ist er noch im Blickfeld irgendwo hier? Ich habe den Otter nicht gesehen, Er ne? rannte gerade hier am Ufer rum. Echt? Keinen Otter gesehen. Wer war da gerade neben uns? Na, ich habe ihn überhaupt nicht Hast du was zu gesehen. essen bei? Nur normales Essen. Er hat jetzt. Er ist auch okay, ich brauche was zu essen. Ach so, ja, kriegst du. Warte. Ich habe irgendwas gehört, aber das war wahrscheinlich mein Otter gewesen. Der braucht vielleicht auch noch was zu essen. Nee, dem geht's gut. Ich weiß nicht, wo du den hier gesehen hast. Ich habe den überhaupt nicht gesehen. Es war so ein, naja, so ein dunkelbraun sah der aus. Okay. Ja, ich darf das Ei nicht Oh. vergessen. Na? Das Ei darf ich nicht vergessen. Ja. Mal kurz her. Mal raus hier. Warte. Ja. Nochmal. Nee. Jo. Ich weiß nicht, ob du an die Tasche rankommst. Na, oh, ich stehe wieder auf dem Stein. Ah, dieser Bug Ich gehe nervt mal hier halt. auf den Das anderen ändert nichts. Stein. Einfach stehen bleiben. Ja. So, mal gucken. Ja. Ich hoffe, ich habe mein. Nee, mein Chibi habe ich nicht gekriegt. Hä? Du Nee, hast ich gerade hab. den Archie. Ach, Entschuldigung. Ja. Nee, ich komme da nicht ran. Mein Gott! Nee. Da kann ich nicht ran. Das geht nicht. Ich kann nicht auf irgendwas anderes zugreifen. Das ist ja ein Blödsinn. Ich komme nicht. Ich sehe auch gar nichts.
Naja, dann ab nach Hause mit dir. Na, warte mal. Ja, ich bin ab jetzt voll Hause. Überladen gerade, weil ich ja das Zeug aus dem Archie. Ja, dann pack's doch wieder rein. Das ging nicht so schnell. Ach, das ging nicht so schnell. Das ging alles nicht so schnell. So. Ja, keine Ahnung, wie wir das machen. Ja, du fliegst nach Hause und kümmerst dich um die Eier. Ja, ja. Oh, ein Stress. Ich such mal kurz, ob ich den Otter finde. Ja. Haben wir eine Quetzi-Plattform? Nee, aber du kannst auf dem Quetzi auch so stehen. Aber ich glaube, wir haben auch eine Quetzi-Plattform drauf, tatsächlich. Ja, aber dann würde ich mit dem Quetzi da nochmal zurückkommen. Ich packe auch kurz die Eier einfach nochmal ein. Ich möchte mein Zeug wieder haben. Ich möchte mein Chibi haben. Ich meine, mehr war ja nicht drin. Ein Chibi und ein Magnifying-Glas, aber allein für den blauen Chibi-Frosch. Der hängt da ja noch in der Luft. Ja, der chillt auf jeden Fall da rum. Da muss ich auch sagen, das ist leider eine nicht so schöne Sache, dass die Leichen in der Luft landen können. Naja, ist halt so. Ja, geht nicht anders, ist so, aber trotzdem doof. Wo ist jetzt der kleine Otter hin? Mein Gott. Der Fisch, wo ist der Fisch? Der Fisch liegt noch hier. Den findest du schon wieder. Ja, Para-Ei. Also. Hasten? Ja. Ich habe jetzt alle Eier nochmal eingepackt und pack die nochmal zurück in den Ovi. Otti, komm her. Okay. Schon mal kurz angefüttert. Na, richtig so. Okay. Dem Dödi geht's auf jeden Fall auch gut. Ich drück mal ein paar Narcotics nach. Ich meine, der ist betäubt. Eine gute Ecke noch. Na, vor allem, das Witzige ist halt, so ein Otter, naja, schwimmen ist halt auch echt so ein Unterfangen, was halt richtig Spaß macht. Ja. Bleib hier, Otti. Ich hab hier lecker Piranha für dich. Oh. Okay, so, Quetzi. Der hat tatsächlich eine Plattform drauf. Hervorragend. Dann komme ich mal kurz hier mit dem Quetzi vorbei. Das ist ja entspannt. Brauchst du doch irgendwas? Nö, ich... Noch ein Kryopod für irgendwas? Nö, ich hol jetzt Otti und dann bin ich durch hier. Reicht jetzt mit der 10 Action. Ja, ich glaube auch. Ich komme nur kurz mit dem Quetzi mal rübergestiefelt. Schade. Der ist natürlich so schön langsam. Na, ich sehe halt nix. Otti, ich hab so einen riesen Fisch in der Hand. Hast du auch den größten Fisch genommen, ne? Ich sehe halt nix. Otti, ins Wasser mit dir. Ich muss von unten füttern. Oh Mann. Wirf einfach den Fischer hin drauf, ne? Ja, jetzt, komm. Bleib hier. No, bleib stehen. Oh mein Gott. Sehr gut. Oh, ey, hier geht's schon wieder ab, ne? Ach Mann, was ist denn jetzt los? Ich kann den aufheben. Ja, ging bei mir vorhin auch nicht direkt. Na, ich hatte irgendwie noch einen Fisch in der Hand. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwie spontan haben wir einen Fisch umgelegt. Boah. Aber da haben wir jetzt also schon mal einen Giga. Ja, ein Giga-Pärchen. Stimmt, also wir haben jetzt insgesamt 2 Gigas, aber ich meine für heute, für diese Aufnahmesession haben wir einen Giga, wir haben 2 Otter. Und Frosch. Wir haben Frosch. Und Dödi. Genau, der Dödikurus liegt noch in der 10-Box. Ja, dem passiert ja nicht viel. Ja, und was jetzt aber noch kurz wichtig ist, ich möchte meinen Chibi haben. Das muss jetzt hier kurz noch geklärt werden, ob das funktioniert. Ja, das funktioniert. Bin ja auch direkt im Anflug. Und dann, ja, weiß ich nicht, packe ich vielleicht den Quetzi wieder ein und lass mich von dir in der Kralle tragen. Weil der Quetzi einfach sehr langsam unterwegs ist. Aber wir möchten auch nicht bei uns auf dem Server jetzt die Möglichkeit da aktivieren, dass man Tiere, also Flugtiere auf Geschwindigkeit leveln kann. Es muss auch ohne gehen. So nutzt man wenigstens die Tiere mal wieder richtig, ne? Ja, gar nicht.
Ja, so, du stehst richtig im Weg. Danke. Ja, so schön, dass du mich von oben fliegst, sag mal. Ja. Ich war ja zuerst hier, flieg halt woanders lang. Ist das geil, ey, dass das so geht, ne? Ah, mein Weihnachtsmannkostüm und meine Farben waren da auch noch drin. So, wie häng ich denn hier ab? Also, und dein ja Chibi? Ja, der ist wieder da. Huch, warte. Kurz ausrüsten. Die Eier hast du weggepackt? Die Eier habe ich vorhin wieder in Oviraptor gepackt. Ja, ihr Lieben, die Eier, die brüten wir beim nächsten Mal aus. Na, also wir fliegen jetzt wieder nach Hause. Das muss hier für heute jetzt erstmal langen. Dann ist beim nächsten Mal auf jeden Fall der Dödikuros fertig. Ja. Möchtest du parken? Ich wollte parken. Warte mal. Ich hänge hier gerade im Flügel fest. Warte, wir machen das anders. Bitte parken Sie. Mein Gott, Archie, drauf landen. Oh mein Gott, nee. Na, einparken kann ich, ne? Das ist halt richtig gut, ja. Das Toll. Kann auch sein, ich weiß gar nicht, ob das bei uns aktiviert ist, dass die Tiere drauf er spielen. Kann. Ja, okay. So, sehr schön. Meine Güte. Ich hab jetzt hier genug gezähmt für heute. Ja. Kann nämlich mal nach Hause fliegen. Ja, ja, ich fahre dich nach Hause. Ist ja in Ordnung. Boah, okay, ihr Lieben. Aber für heute soll's das dann gewesen sein. Da war jede Menge los. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid und die ganze Action hier hoffentlich miterlebt habt. Und ja, dann werden wir beim nächsten Mal hoffentlich die Babys ausbrüten. Also der eine Petri schlüpft nach 1,5 Minuten, der andere nach 10. Das heißt also, da dauert es nicht so lange. Vielleicht brüten wir einfach noch ein paar andere Eier mit an, damit wir so ein bisschen Babyparty machen können. Und ein weiteres Fröschchen brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Wir brauchen alles. Ja, so, und hier irgendwie backt das so ein bisschen. Warum backt denn das so ein bisschen? Ich weiß nicht. So Rubberbanding gerade. Wie sieht das normal aus tatsächlich? Das ist schön. Bei mir ist Rubberbanding. Naja, wenn das bei Mario schön aussieht. Vielleicht daran, dass ich hier drauf stehe. Ja, das lag tatsächlich daran. Naja, musste doch selber fliegen, ne? Na toll. Großartig. Guti. Also dann, ihr Lieben, habt eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Reinschauen. Und gesundes Neues übrigens. Ja, und ein frohes Neues. Das solltet ihr jetzt ja schon im neuen Jahr sehen. Also lasst es euch gut gehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, tschüss. Tschüss.